Noch einmal zurück zum Coronavirus. Das sind derzeit ja Gesichtsmasken vielerorts Mangelware. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat daher insgesamt 450.000 Baumwollmasken organisiert, die sie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gratis zur Verfügung stellt. Die Masken werden dem Arbeiterkammermagazin beigelegt und das kommt demnächst mit der Post. In der Druckerei Berger in Horn wird das monatlich erscheinende Mitgliedermagazin der Arbeiterkammer Niederösterreich gedruckt. Die jüngste Ausgabe soll den arbeitenden Frauen und Männern gewidmet sein, die das Land in der Krise am Laufen halten, so die Arbeiterkammer. Da war die Idee, wir wollen ein Produkt beilegen, was sinnvoll ist. Und eine Mund-Nasen-Schutzmaske ist immer etwas Sinnvolles. Nur zu Beginn der Idee haben natürlich viele gemeint, wollen wir Panik auslösen. Jetzt wissen wir, dass es eine punktgenaue Entscheidung war. Wir stellen jetzt unseren Mitgliedern 450.000 diese Mund-Nasen-Schutzmasken zur Verfügung. Die etwa im Supermarkt oder am Arbeitsplatz getragen werden können, sagt Visa. Man habe die Produktion der Masken schon vor 4 Wochen in Auftrag gegeben, als der Ansturm auf Gesichtsmasken noch nicht so groß war. Diese Qualität kommt jetzt da aus einem Produktionsbereich aus Deutschland, ist eine Baumwolle mit einer Leinenstoffkombination, entspricht genau den Voraussetzungen, die man braucht. Und wir sind wirklich glücklich, damals die Entscheidung getroffen zu haben. Denn heute hätten wir diese Zahl von 450.000 in einer Qualität, in einer Passform nicht bekommen. Die wiederverwendbaren Baumwollmasken werden nun händisch dem Treffpunkt-Magazin beigelegt. Um den Arbeitsaufwand zu bewältigen, hat die Druckerei Berger, die momentan auf Kurzarbeit umgestellt hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Positionen in der Druckerei abgezogen. Jeder Auftrag ist momentan extremst wichtig. Auch wir sind, wie gesagt, getroffen. Wir haben momentan ungefähr fast um die 40% Umsatzeinbruch. Und deswegen jeder Auftrag, der mehr kommt, geschweige denn noch von Niederösterreich und so weiter, ist für uns alle natürlich sehr, sehr positiv. Die waschbaren Mund-Nase-Schutzmasken sollen bereits in den nächsten Tagen per Post an alle Mitglieder der Arbeiterkammer zugeschickt werden.